Willkommen zurück zu ELAX 2. Ich hatte am Anfang meiner Aufnahme immer ein bisschen elektrisches Sprachrauschen dabei. Hab mal alles durchgetauscht, was zum Durchtauschen geht. Und hoffe, dass das Problem mit gelöst ist. Ich glaube, es lag daran, dass ich OBS nicht als Administrator gestartet habe. Ich hasse nichts mehr als Audioprobleme. Ah, aber wir begeben uns zum Duke. Und machen dieses Ding mal schnell weg. Mit Nasty. Wir nehmen natürlich Nasty. Oh boy. Oh boy. I can't talk. Oh yeah. Audio-Probleme und ich kann nicht sprechen. Oh, ich weiß nicht, warum die Audio-Probleme auf einmal aufgedacht sind. Oh. Jetzt habe ich wirklich alles ausgetauscht von der Kette, was geht. Und hoffe, dass es diesmal nicht der Fall ist. Wo ist das Viech da? Wo fliegt das? Direkt über mir. Abstreit, Shotgun. Und Speer und Pfeilmuni nachbesorgt. Dass wir bereit sind für den Cube-Fight. Bekommen. Ein Energiegewehr wollte ich mir noch kaufen, das habe ich verpasst jetzt. Dann gehen wir mal Richtung Duke Logan. Da drüben waren wir noch nie. Oh, bin ich schlecht drauf, weil mein Audio nicht funktioniert. Immer Troubleshooting, egal was es ist. Muss immer getroubleshootet werden. Und dann nach ein paar Monaten passt wieder was nicht. Lustig, ich habe Mikrofon ausgetauscht und das Mikrofon, wo ich die elektrischen Frequenzen bekommen habe, dass meine Stimme elektrisch klang, war genau das Mikrofon, das Electro Voice genannt wurde. Muss ein Mikrofon-Spezialeffekt sein. Nicht wirklich. Wo ist dieser? Ah. Die HP. Ui. Nein, nicht trinken. Ah, Mist. Mist. Auch wir Audio-Probleme zu machen, HP. Oh, böse HP. Und niesen muss ich auch. Oh, verdammt. Halt's zurück. Oh. Okay. Ob wir durch den Tunnel durchgehen können. Schaut gut aus. Vielleicht finden wir ein paar Tunnelsnacks. Kostüm. Dann habe ich Fallout 3 auch mal auf meiner Planliste. Werde ich wahrscheinlich so wie das andere Fallout-Spiel. Nein, nicht hinsetzen. Ah, da waren wir doch schon mal. Eigentlich. Das habe ich da oben übersehen. Haben wir anscheinend schon Leute getötet. Muss ich über den fetten Berg drüber, dass ich zum Logan komme? Oder die Klippe hinunter? Das schaut für mich nach tot aus. Ah, da unten. Da unten ist ein Vor. Bist du bereit, Nasty? Auch Flex, nee, diesmal nicht. Auch Flex. Ah, ist egal, ob du bereit bist oder nicht.
Wir gehen hinein. Ich zerstöre uns erst noch den Gitter. Juhu! Ah, das tut gut. Die fliegen. Das gefällt mir. Ah, Big Boss. Jax und Nasty sind hier. Das solltest du überprüfen, da kommt doch gar nichts raus. Wo ist er denn? Was? Ach du Scheiße. Du schon wieder? Wieso wusste ich, dass ich deine Visage hier irgendwann sehen würde? Logan, wie ich sehe, hast du deine Leute im Griff. Aus deinem Mund klingt das fast wie eine Beleidigung. Vor allem, wenn man bedenkt, was wir schon alles zusammen durchgemacht haben. Tatsächlich? Ich kann mich nicht daran erinnern, in welcher Grube wir zusammen gebuddelt hätten. Alles, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass du mich in der Gegend herumgescheucht hast, als du noch der Duke von Tavar warst. Ja, und ich habe den leisen Verdacht, dass du, Mistkerl, an meinem Sturz nicht ganz unbeteiligt warst, nicht wahr? Unsinn, du weißt genau, dass ich nichts damit zu tun hatte. Die Berserker haben dein Fort überrannt und dich aus deiner eigenen Stadt gejagt. Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht einmal in der Nähe. Tatsächlich. Na dann, nichts für ungut. Ich kann jemanden wie dich trotzdem nicht leiden. Du hast mir zu viel Rückgrat und zu viel in der Birne. Warum tust du uns beiden nicht einen Gefallen und verschwindest wieder, bevor die Sache hier noch eskaliert? Eine Sache wäre da noch. Was willst du denn? Deine Schwester will mit dir abrechnen. Ach ja? Ist ja niedlich. Warum sagt sie mir das denn nicht selbst? Mach hier nicht den starken Mann, du Arschloch. Du weißt genau, warum ich hier bin. Wie ich sehe, hast du es immer noch nicht kapiert. Es ging ums Geschäft. Es geht immer ums Geschäft. Du hast dich damals verarschen lassen. Und das von einer Reihe wichtiger Leute im Fort. Ich konnte dich nicht mehr schützen. Ich hätte mich selbst und meinen Status völlig unglaubwürdig gemacht. Du selbstsüchtiges Schwein. Dass du selbst bei mir so weit gehen würdest, ist das Allerletzte. Und dafür wirst du jetzt bezahlen. Ach komm, warum erst jetzt? Warum gehst du mir damit gerade heute auf den Sack? Bisher hast du dich eher verkrochen, als mir mal deine Meinung zu geigen. Woher also der Sinneswandel? Diese halbe Portion da? Steckt der dahinter? Ich ramm dir meine Waffe in den Rachen, dann werden wir sehen, wer hier die halbe Portion ist. Wurde auch Zeit. Eins ist auf jeden Fall schon mal sicher. Du wirst diese Küste nicht lebend wieder verlassen. Kann man machen. Ich zeig es. Haben wir doch nicht das Explosive irgendwo gehabt? Nee. Lass mich nur machen. Oh, unten durchgerollt. Entfacht mich. Ja. Das Nasty, die allein da drüben schafft, über den Duke. Zusammen schaffen wir das. Nein, sie kommt zu mir. Sie lockt alle zu mir her. Du gehörst mir. Ja. Das sagen sie doch alle. Ich will die Loot alle in meiner Ecke haben. Oh, Nasty kriegt von ihrem Bruder auf die Nuss. Nein. Ich war gerade gestriffen. Oh je, Granate. Auf.
irgendeinen Schwachsinn da zu tun. Okay. Nur noch ich und der Duke. Die Pack a Punch. Ah, Nasty ist auch wieder dabei. Wie schön. Ja. Lass mich looten zuerst, Mädel. Da ist so viel Loot am Boden, der eine Bleischleuder gehabt hat. Hätte ich mir schon verdient, die Bleischleuder. Killen. Mhm. Ja, mit dem Schrot. Zittert doch noch ein bisschen. Oh. Durchgemördert bis zum geht nicht mehr. Ja, das gehört alles mir. Nachdem ich ihn getötet habe. Das sagt er schon nein. Ich schaufel denen kein Grab. Nein. Eine legendäre Waffe. Oder eine Bleischleuder. Was sagst du dazu? Dein Bruder ist tot. Gut so. Die bucklige Verwandtschaft kann man sich eben nicht aussuchen. Tragische Geschichte, wenn man bedenkt, dass sie einmal... Ach komm, laber nicht so einen Müll. Er war ein Schwein. Nichts anderes. Wie auch immer, die Sache ist erledigt. Und nur das zählt. Aber er war für dich nur das zweitgrößte Arschloch. Wer ist also der letzte Name auf deiner schwarzen Liste? Das weißt du ganz genau, du Penner. Du willst es nur nicht wahrhaben. Ich verfluche den Tag, an dem wir uns das erste Mal begegnet sind. Weißt du das? Irgendwie hatte ich schon so etwas geahnt. Aber warum? Was habe ich dir getan, dass du so... Du hast mich in den Krieg geschickt. Du hast mich wie die wilde Sau durch halb Magalan geschleppt und mich wüten lassen in meinem Wahn. Das hast du selbst so gewollt. Und an dem Tag, an dem ich das Gefühl hatte, dass du und dein Scheiß für mich interessant werden könnten, da brennst du durch mit dieser kleinen... Ach! Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Dass du auch noch ein Kind mit dir hast, hat mir den Rest gegeben. Das R hat sich schön betont. Den Rest. Es hätte mit uns beiden keine Zukunft gehabt. Ich hab dich geliebt, du Drecksau. Und irgendwie hast du das auch immer gewusst, oder etwa nicht? Aber das ist jetzt egal. Schnee von gestern. Schauen wir uns mal an, wie du heute zu mir stehst. Bei Matt, diesem dämlichen Weiberhelden, hast du versucht, einen Kuhhandel mit ihm zu schließen. Das war echt das Allerletzte. Du musstest unbedingt vorzeitig zu meinem Bruder Logan rennen. Weder hatte ich dir mein Okay gegeben, noch war ich bereit dafür. Ja, du hast mir geholfen, meine schwarze Liste abzuarbeiten. Und es war jetzt keine Totalkatastrophe, aber trotzdem streckenweise eine ziemlich schwache Vorstellung. Also, so richtig verlassen kann ich mich auf dich nicht. So viel ist schon mal klar. Wenn ich also so darüber nachdenke, bleibt mir nur ein Schluss. Unterm Strich weiß ich echt nicht, was ich mit dir anstellen soll. Ich brauche wohl noch Zeit, um mir über uns klar zu werden. Dann mach das. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja, das tue ich. Du wirst von mir hören. Eins noch. Wenn du mich noch weiter wie den letzten Dreck behandelst, kannst du deine Scheiße bald alleine weitermachen, klar? Alles okay? Kümmere dich um deinen Scheiß, okay? Jetzt geht das Ganze schon mal in die richtige Richtung. Hoffentlich haben die Fremden auch noch genug Zunder. Oh. Was wollte ich hier? Hui. Das ist doch sicher irgendwo legendäre Loot, oder? Richte das nicht auch? Vielleicht da drüben? Ich doch legendäre Loot. Das ist das Einzige, was ich will. Oh. Oh.
würde niemanden romancen in diesem Spiel. Überhaupt habe ich ein Kind mit Kaya. Das muss man doch ehren. Schaut hier nach einem großen Nichts aus. Da drüben ist der Leuchtturm. Da können wir zurück in die Bachstion. Schauen, was die anderen Mädels wollen. Oh. Brony! Die wahre Liebe. Oh. Den haben wir da oben. Ah ja. Wer ist das? Ah ja, seht ihr Begleiter. Nichts. Mitkommen. Wenn du willst. Ja. So, schauen wir mal, ob wir den Nächsten zur Rede stellen können. Ich finde sie nicht. Uli hat nichts zu sagen. Lagerfeuer hat nichts zu sagen. Box interessiert sowieso niemanden. Voll! Ah. Nichts, Kaya. Was sagt die Inventar noch? Nur Kaya hat noch eine Mission. Ah, jetzt gehen wir halt Richtung verlorener Vater. Wir haben noch Zeit, oder? Und wie wir die haben. Und wie wir die haben. Ah. Ist echt scheißkalt hier. Willst du meine Klamotten? Nee, lass mal. Lass uns einfach erledigen, was wir zu erledigen haben und dann schnell wieder zurück. Bin mir sicher, du würdest gut in der Klerikerrüstung anschauen. Ausschauen. Ja. Reden. Was hast du da gekillt? Ich sehe nichts. Erzähl mir von den Unruhen im Vor. Es ist so einfach wie ermüdend. Wir Berserker haben momentan wieder sehr viele Feinde. Es gibt dementsprechend regelmäßig Auseinandersetzungen. Ich will meinen Kleinen so weit wie möglich davon fernhalten. Auch wenn ich weiß, dass er draußen ebenfalls großen Gefahren ausgesetzt ist. Aber Asuka gibt sein Bestes, dass es Dex gut geht. Mehr kann ich für seine Sicherheit im Moment nicht tun. Stiefvater Warlock wird schon richten. Stiefvater? Der rechte Vater. Der Großvater. Stiefvater würde heißen, dass Warlock dann mit meinem Vater mich als Vater setzt. Das wäre doch mal eine eigene Geschichte. Kann ich darüber klitschen? Die wollen, dass ich von der anderen Seite komme. Ja. Ja, als nächstes werde ich mal wieder ein Alpmagim einsetzen. Punkte reinsetzen, wenn ich mehrere Level-Up-Punkte bekomme. Es fliegt. Da. Was haben wir hier sonst noch? Alles One-Shot. Wir haben nur noch One-Shot-Gegner. Ah ja, Kaya ist mit. Das heißt, ich muss nett zu meinem Stiefvater. Meinen echten... Das ist mein Stiefvater. Vater. So, du hast mich also gefunden. Ich hatte gedacht, dass du mich schon früher finden würdest. Was hat dich so lange aufgehalten? Ich hatte Wichtigeres zu tun, als einem längst verblassten Schatten meiner Vergangenheit hinterher zu jagen. Jetzt bist du hier. Und? Was wirst du nun tun? Mich ermorden? Das wäre nicht mein Stil. Ich schätze, wenn du mich hättest töten wollen, dann hättest du es vermutlich schon längst versucht. Alles, was ich tat, tat ich zum Wohle der Gemeinschaft der Alps. Der Hybrid hatte sie blind und größenwahnsinnig werden lassen. Jemand musste etwas unternehmen. Du hast versucht, mich zu töten, deinen eigenen Sohn. Ja, und ich stehe auch dazu. Als Höriger des Hybriden warst du kurz davor, die gesamte Menschheit auszurotten. Wenn ich den verblendeten Alp-Commander, der du damals warst, nicht aufgehalten hätte, hättest du den einzig effektiven Gegner des Hybriden vernichtet.
Der Pilger Thorald und damit die gesamte Gilde der Berserker wären getötet worden und Mangalan wäre im Strom der Gewalt und Zerstörung untergegangen. Du wagst es tatsächlich, dich hier als Retter der Menschheit aufzuspielen? Als ich schon lange für die freien Menschen gegen den Hybriden kämpfte, hast du immer noch versucht, mich aus dem Weg zu räumen. Sieh dir an, wo es dich hingeführt hat, Jax. Du arbeitest doch schon wieder für dieses Monstrum. Dawkins hat dich auch heute wie damals so sehr unter seiner Knute, dass du die Wahrheit nicht erkennst. Welche Wahrheit? Die Wahrheit oder das, was für dich selbst von Vorteil wäre? Selbst wenn ich deine Verbrechen vergessen sollte, ich werde dir nicht durchgehen lassen, dass du meinen Sohn in Gefahr gebracht hast. Dex hätte sterben können da draußen, wo du ihn hingeschleppt hast. Da ist es wieder, die Verblendung, der Irrweg, auf dem du dich befindest. Wach auf, Jax. Du musst endlich erkennen, was hier wirklich vor sich geht. Die Skyans, wie du sie nennst, können besiegt werden. Und ich weiß auch wie. Dein Sohn war zu keinem Zeitpunkt wirklich in Gefahr. Dex hat ein solch großes Potenzial, dass selbst ihre Kreaturen ihm nichts anhaben können. Ich habe gesehen, wie er ihnen getrotzt hat. Red keinen Unsinn. Er ist noch ein kleiner Junge. Hör zu. Wenn du mir nicht traust, dann verstehe ich das. Aber wir müssen unsere Fehde erst einmal vergessen, wenn wir überleben wollen. Wenn wir zusammenhalten, haben sie keine Chance gegen uns. Glaub mir, ich war in Marakor. Ich war dabei, als sie hier ankamen und ihr Hauptquartier gebaut haben. Du brauchst mich. Ich kenne ihre Schwächen. Ich kenne ihre Ziele. Ich weiß, wo sie verwundbar sind. Das sagst du nur, um deine eigene Haut zu retten. Ach, verdammt. Wenn ich dich doch nur überzeugen könnte. Mangalan steht kurz davor, auseinanderzubrechen. Wir können es noch aufhalten. Aber nur, wenn du dich jetzt nicht mehr blenden lässt und jetzt die richtigen Entscheidungen triffst. Du warst in Marakor und hast ihren ersten Former landen sehen? Ich war viele Jahre im Exil. Niemand folgte mir nach Marakor, also blieb ich dort. Bis zu dem Tag, an dem das erste ihrer Schiffe hier ankam und sich dort niederließ. Ich habe gesehen, wie sie ihre Systeme aufbauten. Ich weiß, wie die Former arbeiten. Was willst du von meinem Sohn? Was hast du mit ihm gemacht? Er lief mir in die Arme. Es war Zufall. Ich habe euch beobachtet und... Der Junge hat einen starken Willen. Genau wie sein Vater. Ich habe gar nicht erst versucht, ihm seinen Plan auszureden, zur Stellung der Fremden in Tavar zu gehen. Ich dachte, ich könnte ihn beschützen, wenn er... Aber ich musste feststellen, dass er stärker ist, als ich es vermutet hatte. Dein Sohn ist etwas ganz Besonderes. Er wird noch eine große Rolle spielen im Krieg gegen die... Lass deine Hände weg von ihm, ich warne dich. Du solltest ihm eine Aufgabe geben. Sein großes Potenzial wird sich nicht entwickeln, wenn seine Eltern ständig versuchen, ihn vor der Welt abzuschirmen. Woher dein plötzliches Interesse an der Menschheit? So wie ich dich kenne, vermute ich eher, dass du ausschließlich am Fortbestand der Alps interessiert bist. Damals hatten wir die Vorherrschaft über Mangalan. Da ist es leicht, über die anderen zu richten. Das Blatt hat sich gewendet. Heute sind wir die Gejagten. Die Alps in Ignadon werden als erstes fallen, wenn die Skyans ihren Großangriff von Marakor aus starten. Daher brauchen wir die anderen Gilden. Wir müssen dafür sorgen, dass sie intakt bleiben und ihren Beitrag im Krieg gegen die Eindringlinge leisten. Auch deine Truppe in der Bastion muss noch stärker werden, damit sie im Krieg gegen die Skyans bestehen kann. Tatsächlich? Jede Gilde? Ja, wir brauchen sie alle, sonst werden wir sterben. Die Berserker leisten bereits ihren Beitrag. Sie kämpfen aktiv gegen die Skyaniden. Selbst die verbrecherischen Outlaws in ihrem Talkessel dürfen nicht fallen.
Ich habe bei meinen Streifzügen gesehen, dass sie in den letzten Tagen in arge Bedrängnisse gekommen sind. Du solltest dir die Situation unbedingt mal ansehen. Ich fürchte, der Duke von Arteris wird deine Hilfe brauchen. Ich will einen Beweis. Gib mir etwas, was mich davon abhalten könnte, dich in Stücke zu reißen. Das ist leicht. Du glaubst, du weißt alles, was in deiner kleinen Bastion so geschieht? Ich sage dir, einer deiner Leute ist schon jetzt dabei, mit dem Feind in Kontakt zu treten. Wenn du jetzt nicht aufpasst, hast du bald eine ausgewachsene Kampftruppe der Skyans bei dir zu Hause. Wer? Tja, wenn ich dir das sage, dann glaubst du nur, ich würde wieder alte Geschichten aufkochen. Dawkins, warum sollte er das tun? Er hat die sechste Macht gegründet. Warum sollte gerade er uns in den Rücken fallen? Du wolltest einen Beweis über mein Wissen und meine Vertrauenswürdigkeit. Prüfe doch erst einmal, was ich dir soeben offenbarte. Und dann entscheide, ob du mich immer noch in Stücke reißen willst oder nicht. Dann sag mir, wie die Former arbeiten und wie man sie lahmlegen kann. Ich soll meine Trümpfe einfach so ausspielen, ohne sicher sein zu können, dass du mich nicht doch noch einfach tötest? Das sieht dir ähnlich, aber ich lass mich nicht mehr von dir verarschen. Die Frage ist, warum ich so einen Unsinn überhaupt glauben soll. Nein, Jax. Die Frage ist, ob du es dir leisten kannst, eine solch wichtige Information mit mir zu begraben. Keine Angst, ich renne dir schon nicht weg. Selbst wenn, du wirst mich finden, wie immer. Gut. Die Menschen waren damals offensichtlich sehr weit entwickelt. Ich glaube dich auch, sagte man. Was mache ich? Ist das sozusagen Kaya? Nichts, nein. Willst du nichts sagen zu Opa? Geh in deine Bastion und überzeuge dich selbst von dem, was ich dir gesagt habe. Ich werde hier auf dich warten. Ich schraube dich zuerst noch aus. Moderates Schloss, das können wir doch knacken. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Oh, sie geben mir kein leichtes. Hier müssen wir anfangen. Das war wohl nichts. Wirklich? Wo haben wir den Fehler begangen? Das war wohl nichts. Mist. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Verdammt. Hey, meine Späher vermuten, dass sie fündig geworden sind. Eine Gruppe von jungen Hetzern wurde im Hinterland von Ignadon gesehen. Sie schwören, sie hätten diese Leute noch vor ein paar Tagen in den Ruinen dort herumstreunen sehen. Frisch gewandelte Soldaten der Skyans. Das sollten wir uns sofort ansehen. Sehr gut, dann nichts wie los.
Echtes Marschloss. Sieh dir das an. Es sieht fast so aus, als wären sie nie etwas anderes gewesen als Hetzer des Skyens. Ganz schön beängstigend. Ich will nicht als Hetzer für den Rest meiner Tage den Skyens dienen. Musst du nicht, wenn wir es verhindern können. Das nächste Mal. Schluss. So, jetzt ist Schluss. Ich hab die Schnauze voll. Du bist mir einfach zu... Ich sehe einfach keinen Weg, weiterhin mit dir zusammenzuarbeiten. Darum werde ich dich jetzt verlassen. Leb wohl. Ah, mein Kopf. Diese Scheißinfektion. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Weiter. Welche Logik hat das jetzt gemacht? Wo kommen wir dahin, wenn wir das machen? Nein? Du bist mir einfach zu... Weiter geht's. Gut. Die Menschen waren damals offensichtlich sehr weit entwickelt. Wir müssen über unseren Sohn sprechen. Ja, das müssen wir. Ich mache mir Sorgen um seine Zukunft. Dex liegt im Fokus einflussreicher und gefährlicher Leute. Vardek, Dawkins. Er kann nicht in der Bastion bleiben. Aber wo soll er denn hin? Das sollte er selbst entscheiden. Ich werde mal mit ihm reden. Na gut, wenn du meinst. Bin verwirrt. Werden wir mit dem Kind. Vielleicht mag sie mich dann wieder. Ich mit uns so drehe. Hör mal, Dex. Du kannst nicht in der Bastion bleiben. Ich weiß, du machst dir Sorgen, dass deine alten Mentoren mich in Bedrängnis bringen, nicht wahr? Meine Mentoren? Na, dein Vater und Adam. Ach, du bist ein cleverer, großer Junge. Aber ich habe Angst, dass sie dir irgendwann auf die Pelle rücken, wenn ich mal nicht hinsehe. Sie wissen beide, dass du etwas ganz Besonderes bist. Daher sollten wir dich dahin bringen, wo sie dich erst einmal nicht vermuten. Das schließt deine Heimat in Tavar schon mal aus und natürlich sollte es auch nicht irgendwo in der Wildnis sein. Eher eine zivilisierte Gegend, weißt du? Aber Aska soll mitkommen. Natürlich. Okay, wenn das so ist, dann will ich aber selbst entscheiden, wohin ich gehe. Das war die Idee, also. Was kannst du dir vorstellen? Wo würdest du gerne hin? Bevor ich das entscheide, muss ich dir erst noch ein paar Fragen stellen. Okay, schieß los. Erste Frage. Ist es für dich wichtiger, die Menschheit zu retten oder deine Familie? Ohne die Menschheit wäre auch meine Familie arm dran. Na klar, das ist das Problem. Zweite Frage. Glaubst du, es ist effektiver, Konflikte mit Gewalt oder mit Diplomatie zu lösen? Ich wünschte, ich könnte meine Waffe öfter stecken lassen. Und trotzdem gehört der Kampf auf Leben und Tod zu deinem Alltag. Dritte Frage. Ist es für dich legitim, jemanden etwas wegzunehmen, obwohl du ganz genau weißt, dass der Bestohlene große Probleme bekommt, wenn du das tust? Ich will keine Unschuldigen in Schwierigkeiten bringen. Nun, dann willst du damit den längsten aller Wege, um dein Ziel zu erreichen. Gut, dann weiß ich, was ich tun werde. Ich gehe zu den Klerikern. Interessante Wahl. Warum gerade sie? Sie versuchen, die Menschheit zu retten. Das kommt der Philosophie von uns Berserkern immer noch am nächsten. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Komm mich mal besuchen, Vater. Das mache ich. Pass auf dich auf. Warum bist du eigentlich so selten bei uns im Fort gewesen, Vater? Und ich meine den wahren Grund. Magst du keine Kinder? Puh, ich glaube, es gibt kaum eine Frage, die ein Kind seinen Vater fragen kann, die schlimmer wäre. Ich bin halt etwas enttäuscht von dir. Ich hätte gerne eine intakte Familie gehabt. Mich haben sie Bastard genannt, weil mein Vater die meiste Zeit wie ein Eremit. Du warst eben nie da. Ich weiß. Das tut mir leid. Ja, mir auch.
Sehr gut. Ja, aber war es gut genug? Dex hat sich entschieden, wo er seine weitere Ausbildung machen will. Seine Wahl fiel auf die Kleriker. Bist du denn des Wahnsinns, mein Kind alleine zu diesen Leuten zu schicken? Er hat es selbst so gewollt. Und du weißt, was passiert, wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat. Asuka ist bei ihm. Er wird seine weitere Entwicklung überwachen und ihn beschützen. Aber was ist, wenn er in Bedrängnis kommt? In Dex schlummern mächtige Fähigkeiten. Ich denke mittlerweile, dass er uns beide bald übertrumpfen wird. Und dann schickst du ihn weg? Ich brauche hier einen freien Kopf. Dem Jungen wird schon nichts passieren. Er ist kürzlich noch fast allein durch die halbe Welt gereist, ohne einen Kratzer. Mir ist lieber, er macht seine Erfahrungen in zivilisierteren Gebieten. Und wie gesagt, er wollte es selbst so. Ich töte dich, wenn das schief geht. Ja, ich weiß. Geht's dir gut? Ja, geht schon. Ende der Folge hier, bevor er mich wieder wohin schleppt und dann abhaut. Oh, was wahrscheinlich bald passieren wird. Jo, peace out.